Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge zu unserem Omsi-Bus-Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Ja, heute sind wir mal in Australien unterwegs. Nach Prag kommt jetzt Australien und dementsprechend, ja, bin ich heute mal gespannt, wie das wieder wird. Ihr seht schon, auf welcher Seite wir wieder stehen. Und das Ganze fahren wir mit dem Masterbus Gen 3, welches mir wieder mal zusammengestellt wurde hier von unserem Malte, der das Ganze repainted hat und die ganze Z-Bus hier soweit eingestellt hat. Und das wollen wir uns heute, wie gesagt, hier in Australien dementsprechend angucken. Die Karte nennt sich Manley Act 3. Ja, also so heißt die Karte. Könnt ihr euch natürlich kostenlos runterladen. Und ja, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die Karte hier ausschaut. Ihr seht vorne wieder noch eine Tür und sonst hier The Right Bus Street Deck HEV. Das Ganze wurde eigentlich für unsere Hybridwoche erstellt. Ja, konnten wir leider nicht mal mit reinnehmen. Und dementsprechend fahren wir jetzt grün in Australien. Hier oben sehen wir SN16 Bio. Hatte das eigentlich hier unten eingeschrieben gehabt, aber das hat hier wohl nicht so wirklich funktioniert. Mars Switch Studios sehen wir hier unten. Auch fehlt mir hier der Manikick, der ist auch nicht da. Ist nicht so schlimm. Kann man mit leben. Und sonst sehen wir hier auch nochmal, ne? Department for Transport. 100% organisch. Und sonst, ja, sehen wir hier eigentlich wundervoll wieder erstellt. Da kommt ja jetzt demnächst ein neues Update raus, welches wir uns auch unbedingt anschauen müssen, wo das Deck oben offen ist. Das sieht absolut gut aus. Hatten wir jetzt in den letzten ÖPNV-News vor über 2 Wochen. Da hatten wir mal drüber berichtet gehabt und sogar schon den Trailer mal gesehen gehabt. Jetzt ist es, wie gesagt, heute noch nicht mit dabei. Hier sehen wir auch schön, ne, die Treppe nach oben. Schön alles mit Fenster ausgestattet. Ist schon echt hübsch. Ist schon echt hübsch. So, wir springen mal rein. Starten das Ganze mal. Und das ist jetzt die Whitebus-Variante, ja, die uns der Malte hier zusammengestellt hat. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie das hier heute wird. Machen wir mal ein bisschen Fenster auf hier und lassen uns mal am besten überraschen. 9173 und 3922. So, da haben wir es. Ne? Es geht nach Wineyard, Vineyard Stand. Wir starten hier an der Chowder Bay. Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. So, so Destination Code 2447. Genau, da haben wir es. Dementsprechend ist das Ganze jetzt auch eingestellt. Ja. Und sonst müssten wir jetzt hier soweit alles haben. Wir können ja jetzt erstmal hier überall die Lichter anmachen, weil, warte mal, wenn der Bus an ist, wäre natürlich sinnvoll. Jetzt mal. So. Lichter sind an. Ich habe hier leider immer noch einen kleinen Fehler drin in diesem Bus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, ich habe gedacht, wir bewegen uns. Mann, mach doch nicht sowas. Sehen wir hier. Wird heute ein bisschen längere Fahrt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Mit dem Geld hier. Das ist mir letztens bei dem Polygon Light ist mir schon aufgefallen. Da stützt mir der Bus ab, sobald ich hier auf die Scheine drücke. Und das Ganze ist genau hier auch wieder mit enthalten. Also irgendwie scheint es da wirklich einen kleinen Bug zu geben oder sowas. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, wenn du da mitten in der Aufnahme bist oder sowas und dir schmiert das Ganze wegen sowas dann halt ab. Ja, richtig ärgerlich. Aber nun gut, ich denke mal, also die Leute von Studio Polygon wissen über dieses Problem bereits. Und hoffen wir mal, dass die dementsprechend das Ganze irgendwo mal fixen können, weil das ist echt mysteriös. Man hatte ja da gesagt gehabt, bei der Polygon-Light-Sache, wo das Ganze dann halt abgestürzt ist, hatte ich das schon angesprochen gehabt, dass das Ganze vielleicht an dem Geldpaket liegt. Das ist jetzt hier aber auch. Also muss es ein allgemeines Problem sein. Cool, dass ich gerade jetzt erst. Das ist witzig. So, sonst haben wir hier oben, können wir mal ein bisschen kühler machen. Hau raus. Ja, ja.
So, sonst, was gibt es noch zu sagen zum Bus? Klar, den Bus, den hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Das ist ja jetzt nichts Neues hier, ne? Auch hübsch, wa? Es ist gerade 9:14 Uhr. 7.7.22 MS, die nächsten Haltestellen, schon noch ein bisschen Werbung. Visit the Virtual Bus Street for Updates. Cool. Welcome. Ja, das sind schon tolle DLCs. Kannst du mir sagen, was du willst, ja? So, wir haben noch ein bisschen Zeit. 3 Minuten noch. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, hier noch zu zeigen? Der Bus soll vielleicht über eine Start-Stopp-Automatik verfügen. Muss ich sagen, ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Das kannst du hier auch einstellen. Das habe ich irgendwie letztens bei dem Polygon-Light vergessen zu zeigen. Das Ganze eine Start-Stopp-Automatik hat. Ist aber auch nicht so tragisch. Merkt man eigentlich in der Re also merkt man nicht wirklich, wenn man das Ganze nur zuschaut oder sowas, dass der Bus halt einfach aus ist. Tatsächlich stand ich vorhin an der Haltestelle, war der Meinung gewesen, dass der Bus halt aus war. Von daher, ja. Gut, ich würde sagen, 2 Minuten noch vorgesprungen. Los geht's. Nur noch ein Gang vielleicht. Wäre großartig. Jetzt waren wir zu schnell. So, und damit können wir loslegen. Halten wir mal ganz kurz. Ob sie auch erkennt, dass hier was ist. Und los geht's. Tja, die Karte ist relativ groß tatsächlich. Das ist gar keine kleine Karte. Hat unglaublich viele Umläufe. Also man könnte auf jeden Fall die Karte mal mit in die engere Auswahl nehmen, falls man mal zukünftig vielleicht mal wieder eine Leitstellenfahrt plant oder sowas. Da könnte man Manley extrem gut benutzen für. Einfach durch die Büsche durch. So, 25 km/h. Als Zebrastreifen oder sowas hier. Bremsen wir ab. Oh, Wasser. Da gibt es so eine Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die guckt meine Frau immer ganz gerne. McLeods Töchter. Damit hat sie mich mittlerweile auch schon so absolut in die Finger gekriegt. Ist eine Mädchensendung, sage ich mal. Ja, da geht es um Pferde und hast du das nicht gesehen, ja, mit dramatischen Ereignissen immer und also sowas. Wie GZSZ hier in Deutschland, ja, ist es da hier McLeods Töchter gewesen. Hat Spaß gemacht zu gucken und es spielt halt auch in Australien. Und dieses Gerf gibt es wohl wirklich. Ich habe da mal nachgegoogelt gehabt, ob es das halt wirklich gibt. Und das gibt es tatsächlich, ja. Wäre interessant mal, ob das hier dabei ist. Ich glaube mal nicht, weil da fährt auch irgendwie weitestgehend eine Buslinie, so wie man es da in der Serie gesehen hat. Aber das wird halt nicht dabei sein. Anfang habe ich hier leider nicht gefunden. Vielleicht wieder mal nicht in dem richtigen Ordner drin. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, nervige an den Master, also an den Polygonen Bussen. Der ist nicht aus, ne? Wenn er aus wäre, dann wäre der Drehzahlmesser richtig aus. Nee. Normalerweise, wenn ich jetzt eigentlich drauf stehen bleibe, dann müsste er ja irgendwann ausgehen. Macht er nicht.
dass du halt wirklich alles permanent irgendwie anpassen musst halt, ja. Das mit den Set war es okay, ja. Da würde ich vielleicht da sagen, okay, ja, da kann man drüber hinwegsehen, dass man das Ganze nicht so macht wie bei der M1-Shop von mir, dass du das halt unterwegs irgendwie so modden kannst. Ja, das ist natürlich schon eine coolere Sache, wenn du das machen könntest. Aber du musst halt einen extra Ordner erstellen, damit du da die Ansagen zum Beispiel reinpackst. Du musst extra die Hofdatei anpassen, damit du das Hannover-Gerät steuern kannst. Also du musst halt unglaublich viele Sachen beachten, umstellen, machen, damit du das Ganze halt in einem vollen Umfang halt auch benutzen kannst. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, wenn ich jetzt mal, ich sag mal, mit dem Bus fahren möchte, möchte ich jetzt damit fahren und ich erst da noch eine halbe Stunde Vorbereitungszeit mit reinhauen, damit ich das Ganze benutzen kann. Ja, das ist ein bisschen schade. Also hätte ich auch Malte nicht, ja, dann würden wir wahrscheinlich hier immer noch mit dem Standardbus hier rumfahren, den da mitgeliefert wird. Weil der stellt mir das Ganze halt dementsprechend halt immer so ein. So, ich werde das Ganze, weil ich hier auf Nummer sicher gehen möchte, nur noch so machen. Und werde das Rückgeld tatsächlich nur noch so rausgeben. Es soll hier wohl auch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier in dem hier schon drin ist. Es gibt jetzt wohl hier auch ein, oder gab ein Corona-Update jetzt hier für dieses Gerät. Da kannst du dann halt irgendwas mit Corona machen. Ich habe jetzt hier allerdings nichts gefunden. Entrip, Log, eine Duty Summary, Trip Summary, Log Off, ne? More. Können wir hier gar nichts machen. Sonst habe ich gar nicht gezeigt hier, ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel, sehen wir jetzt hier die Bustickets, ne? Die wir hier verkaufen können, dann können wir ja auch noch auf More drücken. Und hier unten haben wir dann halt auch noch, ja, ist mit GPS verbunden, ist mit Internet verbunden scheinbar. Und so weiter und so fort. Sonst können wir hier leider nicht wirklich viel groß einstellen. Ich glaube, das Gerät hatten wir uns tatsächlich noch nie angeguckt, wirklich. Und ja, wie gesagt, von dem Hannover-Gerät schweigen wir mal ein bisschen. Ich meine, wenn du das über Destination Codes machst, ja, dann geht das ganz gut in Ordnung. Funktioniert das Ganze halt auch, ne? Weil normalerweise müsstest du das Ganze halt immer in der Hofdatei anpassen. Und das fände ich persönlich halt immer ein bisschen anstrengend, weil du dann hast du halt immer doppelte Hofdateien drauf. Gerade wenn du zum Beispiel jetzt die deutsche Variante da fahren möchtest. Von dem Polygon Lite. So, back. Please. So, haben wir die Tür zu früh den Dings zu früh rausgenommen. Die Handbremse. Ja, ich fahre hier, weil sonst wirkt das ein bisschen unrealistisch, wenn wir so dicht an den Bäumen fahren mit dem Doppeldecker hier. Sehr freundlich von dir. Danke. Ich habe jetzt auch dank Malte noch den kleinen Bug wieder rausgekriegt, dass hier die Ampeln so komische Töne machen. Ja, das war die Karte Hongkong, die mir das tatsächlich reingehauen hat. Und zwar liefert die nämlich einen Traffic Sound mit. Und das war dann dieser komische Ton gewesen, den wir da die ganze Zeit gehört haben. Und das ist jetzt raus, so 380. Sehen auch, ne? Schönes Logo von Wrightbus. Sind wohl letzte Mal die Volvo-Variante gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt auch für mich gerade, weil es ja auch alles Neuland ist, ja. Ist für mich ja Neuland. So oft bin ich jetzt, oder so lange fahre ich jetzt auch noch nicht mit diesem ganzen britischen Content, sage ich mal. Ja, mit den Bussen, mit den Strecken und alles was. Ist ja für mich auch alles komplett Neuland. Ne? Ich bin ja halt so ein Mensch, ich teste gerne und
möchte gerne auch halt Neues probieren. Ja. Und manchmal hast du so Kommentare drunter, da klatschen die manchmal wirklich dann aber am Kopf denn. Ich meine, ich kann es verstehen, dass wir vielleicht jetzt hier so eine kleine Fanbase, ich sag mal, aufgebaut haben. Ja, wo dann zum Beispiel die Leute das vielleicht toll finden, dass wir jetzt hier zum Beispiel das Ganze jetzt hier uns auch ein bisschen mehr angucken als halt nur Deutschland. Was total berechtigt ist. Ja. Es gibt halt einfach unglaublich viele gute Karten. Also die letzte Karte hier zum Beispiel, die in Prag, die war wirklich absolut großartig gewesen. Die hat mir richtig gut gefallen. Ja, gibt's da natürlich dann diese richtigen Fans, sage ich mal, die jetzt unbedingt jeden Tag wahrscheinlich jetzt dann eine neue Folge sehen wollen, womit ich natürlich nicht liefern kann. Das ist ganz klar. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, da teile ich auch gerne eine komplette Absage, ja, dass das halt nicht mein gewohnter Standard-Content ist. Klar gucke ich mir gerne mal andere Strecken an, ich gucke mir gerne beim Train Simulator halt mal neue Strecken an oder wie gesagt jetzt hier auch in OMSI. Ja. Aber ich werde nicht täglich jetzt hier solche Folgen jetzt hier aufnehmen. Es gibt keine mit 4,70. Es gibt so eine, dann willst du die haben? Ja, die nimmst du, alles klar. Genau, dass ich jetzt halt nicht permanent jetzt diesen Content jetzt abliefere. Wie gesagt, es ist nicht jetzt meine Aufgabe, sage ich jetzt nicht jetzt. Wie gesagt, ich teste, ich probiere gern, aber ich bin trotzdem halt eher auf deutschen Content halt aus. Ne? Da bringt es halt auch nichts, wenn man halt unter jedem Video immer schreibt, oh, wann kommt mal wieder das und wann kommt mal wieder das und hier und da und hast schon gesehen hier und das hat ein neues Update und das hat ein neues Update und hier das hat auch noch. Ja, das mag wirklich sein, freut mich auch dafür, dass das Ganze da jetzt so update-technisch da jetzt so viel passiert. Mein Hauptfokus aber nicht darauf liegt und wahrscheinlich auch in Zukunft nie wirklich drauf liegen wird. Im Gegenteil macht ihr mich eher nur wütender, wenn halt wirklich permanent immer Kommentare irgendwie kommen, wann kommt hier, wann kommt das und so. Hab ich denn irgendwann, bin ich ganz ehrlich, Leute, keinen Bock mehr denn da irgendwas zu machen, weil das artet teilweise echt, es wird echt anstrengend. Und ich finde, das ist den Leuten ungerecht, die das halt gerne gucken, ja, wenn es hier zwei, drei gibt, die hier wirklich auf permanenten Dauerstress machen. Nur mal das Ganze mal so ein bisschen höflich zu formulieren halt, ja. Wäre das halt auf jeden Fall cool, wenn ihr das sein lassen würdet. Es kommt eine neue Folge, wenn es kommt. Es kommt ein Livestream davon, wenn es kommt. Und dann ist gut. Aber halt unter jedem Video zu schreiben, wann kommt man wieder hier, wann kommt man wieder da und hier und du hast es falsch gemacht und hier, du hast das und das nicht gezeigt. Und das Witzige ist, das kommt dann immer von 3-4 Leuten gleichzeitig dann halt, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas vergessen hast, irgendwie was einzutragen oder sowas, das kommt dann immer gleich von 2-3 Leuten immer. Ah, hier ist auch Wright vor uns. Also ganz verkehrt sind wir hier nicht mit dem Doppeldecker. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil denn, wie gesagt, würde es daraus hinauslaufen, dass ich zukünftig keine Videos mehr in dieser Richtung machen werde. Und ich finde, das wäre halt ein bisschen schade, weil es halt einfach unglaublich guter Content ist, ja, den wir hier zeigen. Die Karten, die sind alle mal, sollte man sich diese Karten definitiv mal anschauen. Man sollte mal auch mal was Neues probieren, ja. Und wenn ich leider nur mal mit einer der einzigsten vielleicht bin, ja, aus dem deutschen Raum, der vielleicht jetzt hier diese Karten zeigt, ja, dann tut es mir natürlich leid, ne? Ihr wisst, wie ich dazu stehe, dass gerade solcher Content muss gefördert werden. Aber wenn es natürlich dann halt so ausartet, nee, dann sag ich auch leider nein. Wenn man mal fragt, weißt du, wenn zum Beispiel, ich sag mal, nach 2, 3, 4 Wochen nichts gekommen ist jetzt in der Richtung, ja, dass man dann so fragt, so, ey, wie sieht's mal wieder aus, könntest du nicht mal wieder so eine neue Folge machen oder sowas,
Habe ich nichts dagegen, ja. Man kann ja seine Wünsche ja immer so ein bisschen äußern, ne? Und vielleicht kommt dann auch mal eine neue Idee oder sowas. Aber wenn es halt unter jedem Video ist, was noch nicht mal was mit britischen Content zu tun hat, jetzt zum Beispiel letztens unter der Berlin S-Bahn, was hat es damit zu tun? Gar nichts. Und das macht mich denn sauer. Und wenn ich denn sauer bin, habe ich dann in der Regel tatsächlich keine Lust zum Aufnehmen. Und gerade dann besonders dann nicht so ein Content hier aufzunehmen. Und wie gesagt, das fände ich persönlich für die Leute, die halt wirklich Geduld ja, zeigen und irgendwann mal warten, dass mal wieder was Neues kommt. Absolut ärgerlich. Dass jetzt auch ich jetzt hier keine neue Britenwoche mache, sondern jetzt eher so einen Weltrundkurs mache. Ja, das ist natürlich. Ist so, und ich passe mich ja. Hier steht es wieder richtig fest hier. Sind wir eigentlich durch? Gucken. Nö. Wir hätten uns schon das ganze Deck jetzt hier aufgerissen. Warum sind da meine Menschen alle weiß? Hier die ganzen Busfahrer. Hier hackt es auch ein bisschen, ne? Es ruckelt ein bisschen heftig hier. Ja, also wie gesagt, die Leute wissen wahrscheinlich, wer gemeint ist. Deswegen unterlasst das bitte, ihr schadet euch nur selber, da ich dann irgendwann wirklich den Schritt mache denn und gar nichts mehr aufnehme aus der Richtung. Und das fände ich persönlich blöd. Ich werde mir natürlich die Karten weiter angucken, aber dann werde ich halt keine Videos mehr dazu machen. Und ihr fändet es wahrscheinlich auch blöd, wenn gar nichts mehr kommt. Mich mal, wie gesagt, mal zu informieren, mal nach, weiß ich, ein paar Wochen, das ist okay. Aber wenn es jetzt halt weitergeht, dass halt unter jedem Video hier irgendwo gefragt wird, oder auch im Livestream, ne, das ist ja auch im Livestream, was halt auch super lästig ist, denn du hast manchmal schon genug zu tun im Livestream, weil er dich dann halt zum Beispiel halt auf das Spiel konzentrieren muss und noch auf den Chat. Ja, und dann liest du halt gefühlt einfach jeden zweiten Satz, wann kommt ein Brückenkunde, wann kommt hier, und wann kommt das, und wann fährst du mal mit dem Bus, und du hast den Bus nicht richtig gezeigt, und hier und da. Leute. Zum Beispiel auch nicht richtig gezeigt. Was ist denn, was heißt nicht richtig gezeigt? Vielleicht habe ich nicht alle Funktionen gezeigt, weil es einfach unglaublich viele Funktionen sind und du das dann teilweise vergisst. Ich sitze hier nicht mit einer Liste, ja, die ich jetzt so runterratter, ja, sondern ich nehme das halt auf Freischnauze halt auf. Ja. Ich fahre diese Linie jetzt hier zum Beispiel zum allerersten Mal. Ich bin sie vorher nicht einmal gefahren. Kurz mal angetestet. Das habe ich gemacht. Aber ich bin sie sonst nicht einmal gefahren. Und wie gesagt, das ist halt zum Beispiel auch mit dem Bus. Ja. Ich habe mir den Bus halt kurz angeguckt, habe geguckt, ne, oder abgecheckt, was hat er jetzt so auf den ersten Blick, ja. Dass ich jetzt nicht weiß, jetzt, welcher Motor jetzt hier zum Beispiel verbaut ist oder dass man zum Beispiel jetzt in den Motor jetzt reinlinsen kann, um einen 3- oder 4-Zylinder jetzt zum Beispiel jetzt hier zu, umzustellen. Ja, hallo Leute. Wenn wir mittlerweile so anfangen würden, dann würde die Folge teilweise manchmal über eine Stunde lang sein, ja, bevor ich hier die ganzen neuen Features gezeigt habe, die Malte hier immer verbaut. Ja, das ist halt manchmal auch ein bisschen too much, denn. So, jetzt haben wir genug gemeckert. Jetzt können wir uns wieder unserer Fahrt hier widmen. Ich finde aber auch, die Karte ist extrem gut gebaut. Sehr hübsch, abwechslungsreich halt. Nichts mit Start-Stopp-Automatik. Hier fährt sogar Mercedes, guck mal hier. Aber auch ein weißer Busfahrer.
Morning. Das falsche Ticket. What? I don't want to go there. 2:40, was ist das jetzt? Hier ist es doch. Ich habe falsch gedrückt, Entschuldigung. Thank you. Mittlerweile echt warm hier im Bus. Mal war jetzt schon wieder Zeitung im Gang drin. Ja, haben sie wieder einfach die Zeitung wieder hingeschmissen. Ding. G'day. My bus one, please. Thanks, man. Alle raus. Wie gesagt, das ist auch echt gut gebaut hier. Also man hat ja mal so teilweise so ein paar Ausschnitte gesehen da, ne? Wo sie mal so ein bisschen in der Großstadt sind oder so. Das kommt schon gut hin hier, das, was sie hier auf jeden Fall gebaut haben. Shell-Tankstelle. Nur mal frech, nur mal hier zwei Spuren. Also hier ein bisschen gerade mit der Häusertextur gepennt. Habt ihr gesehen, die war schwarz vom Weiten. Müsste nochmal neu angepasst werden. Ja, wo ist denn meine Haltestelle hier? Wirklich? Ey, warum fahrt ihr denn noch alle? Ist rot? Hallo? Verkehrsregeln werden hier auch nicht eingehalten. Interessant. In der Geburtstag wäre ich auch noch rüber gefahren. So. Alles klar. Okay, wir dürfen wohl scheinbar immer fahren. Alles klar. Ist ja wunderbar, dass sie hinter mir nicht gehupt haben, weil ich hier noch an der roten Ampel stand. Giving away.
great driver's licenses again, are they? Morning. Ein Spandauer Busfahrer. Was machst du denn hier? Ein Spandauer Busfahrer. Weiß gar nicht. Wo sind wir? Military Road near Watson. Military Road near. Oh, wir sind ja schon kurz vorm Ende. Auch eine schöne Stelle, wo du dir den ganzen Bus kaputt machen kannst. Morning. Ja, morning. So. Ist schön, du kannst ja einfach auf den Button raufdrücken. Du musst dich direkt auf das Plus. Du siehst halt auch, wie viel sie halt bezahlt haben. Also die Karte. Also ich muss wirklich sagen, ja, also die Busse, ja, ob Polygon, Master Switch, V3D, ne, die sind allesamt, sind die alle großartig. Also das kann ich hier wirklich mal echt festhalten, dass ich halt wirklich diese DLCs absolut empfehlen kann, ja. Von den Fahrzeugen her sind die alle wirklich fantastisch. Es fehlt nur noch diese Nonplusultra-Strecke halt, ja, so diese Strecke halt, ja, die fehlt halt. Wo man halt wirklich sagen kann, so, das ist genau eine fette Payware-Strecke, ja, oder eine richtig geile Freeware-Strecke, wo man halt wirklich richtig geil mit diesen britischen Bussen drauf fahren kann. Die fehlt mir noch. Yorkshire ist großartig, aber ist mir zu klein. Die hier, ja, ist jetzt okay, ist jetzt aber auch kein absolutes Highlight jetzt, ja. Muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen oder sowas. Ein paar Mal öfter fahren, ne? Irgendwie sowas. Stretchshire, die Karte war okay, ja, ist jetzt aber auch jetzt nicht das absolute Nonplusultra halt, ne? Was man jetzt wirklich sagen kann, das ist die Karte, wo wir jetzt unsere Deutschen jetzt draufsetzen auf diese Karte mit britischen Bussen und dann ab dafür, sowas wie zum Beispiel X10, ja, hier Berlin X10. Alle Deutschen kennen die Karte Berlin X10 und finden sie alle großartig. Es gibt wahrscheinlich ein paar Ausnahmen, aber der Großteil mag sie. Oder halt Hamburg halt, ja, das ist ja auch so dieses. Die Karte Ruhrau wird von vielen geliebt, ja, als Freeware-Karte zum Beispiel, um mal so einen kleinen Kontrast zu schaffen, nicht immer Payware, sondern Freeware. Die Karte wird noch gefeiert. Aber Krefrath und Grumnab zum Beispiel, ne? Das sind sich auch Karten, die. Alheim-Laurensbach. Das sind so Karten, weißt du, so. Da hast du insgesamt schon 4 Karten und da weißt du ganz genau, also bei denen sitzt das. Ich fahre jetzt auch mal, weil die fahren jetzt hier auch schon, dann fahre ich jetzt auch. Warum soll ich an der roten Ampel warten? Aber hier wartet alle an der roten Ampel, wa? Das ist unglaublich. Hüt. Ja, also wie gesagt, diese Karte dementsprechend fehlt halt meiner Meinung nach, um halt diesen britischen Payware-Bussen halt so richtig Parole zu bieten halt, ja, dass man die halt so wirklich vollends einsetzen kann. Meiner Meinung nach. Also deswegen hoffe ich ja immer noch so, dass da irgendwie was kommt, so mit, ja, London oder sowas, auch wenn das Ganze jetzt halt schon wirklich jetzt mittlerweile schon mehr als tot ist, ja. Letztens mal die Steam-Datenbank mal durchgeforstet und der letzte Eintrag, der in London war, der ist jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr her, dass da mal irgendwie was geupdatet wurde und das Update, das besagt ja nicht, dass an der Karte gearbeitet wurde, sondern dass halt irgendwas an dem Eintrag verändert wurde halt zum Beispiel, ja, das kann auch schon ein Update sein. Ja,
Verstehe ich nicht. So, so ein bisschen das Gefühl, als ob die sich das nicht trauen, irgendwie zu veröffentlichen oder sowas. Und ich bin ja, wir sind ja letzte Mal ja irgendwie auf, wie hieß das, Source London gefahren oder irgendwie sowas. Source London. Es wirkte ja schon wie eine Demo halt, ne? Und die war großartig, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Muss man halt ein paar Mal gefahren sein. Rasen wir hier lang hier. Schön mit 80. Oh, war hoch genug der Tunnel, dass wir da durchfahren konnten. Also ihr seht, ne? Guck mal, das ist ja alles Karte noch, die wir da sehen. Die roten Punkte da an den Straßen sind zum Beispiel alles Haltestellen. Also da fährt irgendwas. Ich finde die Karte, die haut mich jetzt so vom Objektstil jetzt nicht so um. Die ist zwar jetzt wieder riesig, ja, da hast du wahrscheinlich wieder genug zum Fahren. Jetzt passt halt so das Grafische mir halt nicht. Also egal wie du das machst, ist alles falsch. Alter, haben wir da durchgepasst? Ich wollte gerade sagen, das ist doch keine Haltestelle, oder? Boah, guck mal, jetzt fahren wir hier über so eine fette Brücke hier. Cool. Stopp. Pause. Davon mache ich mir jetzt ein Bild. Tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Da müsst ihr jetzt leider mal ein bisschen mit mir Geduld haben. Weil das ist doch wirklich, das sieht extrem gut aus. So. Müssen wir bloß gucken. Oh, komm. Hier fährt sogar noch eine Bahn, ja. Ist alles doof. Das Brückenobjekt ist so riesig, dass du das halt auf dem Bild nicht wirklich benutzen kannst. Weil das jetzt hier hinten denn total dämlich aussieht. Ah, wie kriege ich jetzt hier so ein geiles Bild rein? Oh, geh mal bitte vor hier. Nee, das fetzt irgendwie alles nicht. Das fetzt alles nicht. Wir fahren mal ein Stück weiter, würde ich sagen, bis auf die Brücke rauf hier. So, hier ist auf jeden Fall Dach kaputt. Pause. So. Ja, das kann man tatsächlich so lassen. Mal hier schön mit diesen ganzen... Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben da 3,5 Minuten Verspätung hier, weil wir hier ein bisschen rumeiern. Und gleich wieder Dach kaputt. Raditsch. Sah aber Kollision aus, ja, sonst wäre wieder alles wieder umsonst gewesen. Schön die ganze Tour gefahren, weißt du, und am Ende kommt irgend so ein Brückenteil da. Boah. Ey, das sieht schon cool aus, jetzt auf einmal hier zu hier diese Hochbauten, ja. Hallo? Ich fahr einfach hier lang. Das sieht auch richtig aus.
City North. City Center. Oh komm! Eier doch jetzt hier diese rum hier. Oh, hold on there, Buster. Ja, hör auf zu jammern. Wow, settle down, mate. Ich glaube, es hackt. Gerade schmeißt ihr alle voll jetzt hier. Ich habe hier so eine komplizierte Streckenführung nicht gebastelt hier. Huch, was war das denn? Das sah aus wie ein. Aha, aha, aha. Oh, oh. Warum sie mag nicht mehr? Wir müssen uns jetzt beeilen. Ey, komm, wir sind jetzt schon gleich an der letzten Haltestelle. Warte kurz ab, ey. Schon gemerkt, ne? Kam jetzt dieses schöne Fenster da wieder. Weil es grün. Du musst ja eigentlich grün. Wenn die wieder bei Rot fahren, fahren wir auch höher Rot. Ah, guck mal, hier spawnen die Autos halt mitten rein. Ja, das ist natürlich auch blöd. Fährst du da gerade, spawnst ein Auto rein, knallt dir voll in die Karre. Richtig ärgerlich. Da siehst du schon wieder. So. Das war es einmal zu früh. Sonst hat alles gepasst hier. Leute, das war's von uns heute. Und das ist eigentlich auch ein schönes Bild hier. Das war's mal wieder von uns. Das war eine weitere Folge Omsi hier mit unserer kleinen Weltreise, die wir hier gerade unternehmen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Karte ist, ja, ist okay. Ja, mich hat's jetzt nicht so von den um die Socken gehauen. Ja, also da gab es schon ein bisschen Besseres. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung gerne in die Kommentare posten. Vielleicht war es jetzt auch die Linie gewesen, die jetzt nicht so stimmig war. Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ne, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare posten. Und bitte denkt an den Leuten gerichtet, an die es am Anfang ging. Haltet euch bitte daran, wenn ihr zukünftig mehr von solchem Content sehen wollt, dann beachtet bitte mein Anliegen. Ja? Und sonst, ja Leute, habe ich glaube nichts mehr dem hinzuzufügen. Ich würde mich jetzt einfach hier verabschieden, bedanke mich, dass ihr dabei wart und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Bis denn. Tschüss.